Gleich zwei Ohrfeigenskandale sorgten am Wochenende für handfeste Schlagzeilen. Während der diesjährigen Oscarverleihung schlug Will Smith auf der Bühne Laudator Chris Rock ins Gesicht, nachdem dieser einen Witz über die Glatze von Will Smiths Frau Jada gemacht hatte. Die Schauspielerin leidet an kreisrundem Haarausfall, auch Alopecia areata genannt. Inzwischen hat sich Will Smith, der am selben Abend auch seinen ersten Oscar erhielt, dafür entschuldigt. Chris Rock verzichtet bisher auf eine Anzeige. In Deutschland wurde Oliver Pocher am Samstag Opfer einer Ohrfeigenattacke. Als der Boxkampf zwischen Felix Sturm und Istvan Szili lief, saß der Comedian in der ersten Reihe der Dortmunder Westfalenhalle und unterhielt sich mit Christoph Daum, als plötzlich ein Mann auf ihn zukam und ihm aus dem Nichts eine pfefferte. Bei dem Angreifer handelt es sich um den Künstler Fat Comedy. Punkt. Nach diesem Vorfall hat Pocher Anzeige wegen Körperverletzung gegen den 22-Jährigen erstattet. Diese Vorfälle beschäftigten offenbar auch Bushido, der in der Vergangenheit bereits selbst wegen Körperverletzung vor Gericht stand. Doch heute ist der mehrfache Familienvater ein anderer Mensch, und mit einem emotionalen Instagram-Beitrag machte der 43-Jährige deutlich, was er von solchen Handgreiflichkeiten hält. Bushido. Für ihn ist seine Familie das Wichtigste. Bushido veröffentlichte ein Bild seiner Tochter Amaya, die im November zusammen mit ihren Drillingsschwestern Leonora und Naima das Licht der Welt erblickt hat. Amaya war das Sorgenkind der Familie, denn zwischenzeitlich mussten Bushido und seine Frau Anna Maria um das Leben des Mädchens bangen. Heute ist Amaya putzmunter und gesund. Zu einem Bild von Amaya, das sie kurz nach der Geburt zeigt, verfasste der Mephisto-Interpret, es kommt der Moment im Leben. An dem Mann Verantwortung übernehmen muss, seine Frau und ihre Kinder hätten sein Herz so berührt, dass es ihm gar nicht schwer gefallen sei, dem Leben, das ihnen nicht gut getan hätte, den Rücken zu kehren, führte er aus und ergänzte, ich würde mich jedes Mal wieder so entscheiden. Zum Glück muss ich es nicht mehr, denn ich bin meines Glückes Schmied. Zum Schluss richtete er einen wichtigen Appell an seine Community und seine Promi-Kollegen und schrieb, denkt einfach mal eine Minute darüber nach, ob es wichtigere Dinge als Streams, Leaks oder Ohrfeigen gibt.